Warum ein SPD-Oberbürgermeister für Frankfurt am Main? Die Stadt steht vor historischen Herausforderungen, die nur zu bewältigen sind, wenn wir aus der Vergangenheit lernen, um sie in der Zukunft zu nutzen. Die Forderung des damaligen Kulturdezernenten Hilmar Hoffmann war: Kultur für alle und ist der Schlüssel auch für das zukünftige kulturpolitische Handeln in dieser Stadt. Demokratie als Kultur- und Lebensform. Es geht darum, ob unsere Stadt bezahlbar bleibt, bezahlbar wird. Es geht darum, dass die Menschen, die hier arbeiten, zu Hause haben. Deswegen stehe ich dazu, gemeinsam mit der Koalition ein Entscheidungszentrum zu bilden. Und dieses Entscheidungszentrum will ich als Oberbürgermeister auch sein, in dieser unserer wunderschönen Stadt, liebe Freunde. Mike Josef als zukünftiger Oberbürgermeister wird sich dieser Aufgabe annehmen. Er wird Weichen stellen für die Entwicklung einer Kulturpolitik zukünftigen Zuschnitts. Davon bin ich überzeugt. Aber es sind natürlich nicht nur Anstrengungen der SPD allein, sondern des Engagements und Zusammenwirkens aller Parteien. Letztlich auch unabhängig vom personellen Ausgang der anstehenden Oberbürgermeisterwahl.